Okay, Leute, lass mal überlegen wegen dem Abi-Film. Wir müssen mal was planen. Hat irgendjemand eine Idee? Ja, lass einfach ein Mashup machen. Wahrscheinlich relativ einfach. Einfach von der Schule dann quasi vor der Schule in die Schule reingehen. Das war's eigentlich dann wahrscheinlich. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this, tell me how you do. We were staying in Paris, to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out, out on the terrace. Alexa, was war sonst noch los 2017? Remember when you tried to write me off? Remember when you thought I'd take a loss? Don't you remember?
you thought that I would need you. Final procedure, remember, oh wait, you got amnesia. It was my season for battle wounds, battle scars, body bump, bruise, stabbed in the back, brimstone fire jumping through. Still all my life, I got money and power, and you gotta live with the bad blood now. Ja, aber ich fände es irgendwie cooler, wenn man was macht, wo wirklich so die Insider von unserem Jahrgang einbegriffen werden. Zum Beispiel eine Sitcom, nur mit dem Twist, dass alle umgekehrte Eigenschaften haben. Zum Beispiel kann es anfangen, dass Cassandra komplett pünktlich in die Schule kommt. Ah, scheiße, fast zu spät. Beim nächsten Mal sollten wir vielleicht alle mal unseren Namen tanzen. Ja? Vielleicht klappt das. Ich habe das gelesen und ich dachte wirklich, also ich habe schon viel gelesen, aber das war eine Beleidigung für meine Synapsen. Also die Fianca, ohne Witz, wie man auf diesen anderthalb Seiten 47 Rechtschreibfehler machen kann und das im ersten Satz, das ist eine Frechheit. Da bin ich auch nicht mehr. Ja, ich bin 3 Jahre da. Und hab hier schon das Gefühl, ich habe keinen Bock mehr, weil ich irgendwie mir so ein Zeug reinlesen muss. Es gibt wirklich keinen hier, der mich in irgendeiner Weise überzeugt hat, außer Martin, aber das wissen Sie ja. Ich möchte sagen, ein solches dichtes Meisterwerk ist mir in meinen mittlerweile auch 6 Jahren als Deutschlehrer noch nicht untergekommen. Ja, Tussi, nicht schlecht. 5 to survive, ne? Dass das wieder 15 sind, das denke ich. Das denke ich deutlich. Ne? So, hiermit kennen Sie sich ja aus. 6. Was ist das? Was soll das, Alter? Ich habe Talente, Mann.
Ich kann das, ich kann alles. Liebe Mitschüler und liebe Mitschülerinnen, heute kommen wir zu einem extrem wichtigen Thema. Es ist wichtig, dass jeder mir zuhört, denn es könnte euch die Zukunft retten. Say no to drugs. Das ist unser Leitmotiv und das muss es auch für immer und ewig. Oh, mach mir doch mal wieder das Fenster zu. Nun, mit diesem Vortrag möchte ich euch auch ein paar Gründe liefern, ein paar Argumente, warum Drogen und auch Alkohol oder Tabakkonsum nicht gut für euch ist. Fangen wir an. Jeder von uns weiß es, aber wir ignorieren es. Alkohol schadet unserem Gehirn. Letzte Woche, da war ich im Europapark am Donnerstag mit Manuel, Niklas und Lukas, sind hingefahren. Während im Unterricht. Naja. Was hast du während Unterricht gemacht? Hast du dich auch geschmiert wie heute oder was? Ja, und Witz, da redet die ganze Zeit über Drogen, wie gefährlich das ist. Nur dein ganzes Schmiedern, als ob es gesund ist, ohne Witz. Chemie da. Richtig ekelhaft, das stinkt so dermaßen, ohne Witz. Mach das Zeug mal weg von dir. Warum schmiegst du dich überhaupt in der Schule, ohne Witz? Ganzer Highlighter. Das ist doch nichts bei dir. Danke. Ja, dann wird es immer ganz oft achtbar. Kann ich dich krank schreiben lassen, ohne Witz? Ich finde es so ekelhaft. Ich pack das einfach nicht mehr, ohne Witz. Ich gehe jetzt zu Herrn Banger und ich beschwere mich so richtig. Also, ciao, gell? Viel Spaß beim Abi, Alter. Dann macht ihr euch jetzt mal Kuff, Alter. Vollkommen. Auch dem Gruppenzwang widerstehen. Ja, das gilt es zu tun. Merkt euch meine Worte. Es ist extrem wichtig. Ihr werdet mir später dafür noch danken. Meinen Berechnungen zufolge ist die 1 Milliardste Nachfolgestelle von Pi eine 9. Hä? Nun, liebe Klasse, das war es für meinen Vortrag Say No to Drugs. Wenn jetzt noch Fragen da wären, dann wäre ich auch direkt bereit, diese zu beantworten. Vanessa? Ja, also ich verstehe das Problem jetzt aber nicht. Also, wenn ich nach Hause gehe, kommt es schon mal vor, dass ich einen Joint rauche. Also, ich weiß nicht, was dabei das Problem ist. Ja, ich check's ne. Ja, hallo meine guten Freunde. Schön euch alle hier zu sehen. Und ich habe hier extra einen Kuchen für euch gebacken, den ich gerne mit euch teilen würde. Und natürlich nehme ich kein Stück davon, weil ich ja niemals was von euch verlangen würde. Vor allem Hallöchen. Oh mein Gott, Kuchen! Cindy hat Kuchen dabei! Cindy hat Kuchen dabei! Hey, um was geht's? Dann endet es halt damit, dass es Louis mal wieder nicht checkt. Naja, aber ich finde es viel besser. Die Jugend von heute steht auf Autos. Stell mir das vor, wie da einfach zwei Jungs aus der Schule rauslaufen. Hey Ludwig. Vor der Straße rennen. Ja, klar. Riders on the storm.
if my eyes open. Cause I flying down 285, but I'm ey, du, sag mal, da fährt ja meine Oma besser. Nee, lass was anderes machen. Lass einen Rap oder sowas machen. So. Wir könnten dann von einem berühmten Rapper was einspielen, mit dem er berühmt geworden ist oder so. Zilo vielleicht. Und dann einfach das auf unsere Schule. Hey, Alter, lass diesen Abi-Film-Rap aufnehmen. Ja, Mann, lass machen. Yeah. Yeah. Hol doch ne Lehrerei. Frisch Abiturient, doch kein Stück intelligent. Hol doch ne Lehrerei. Und übrigens, die Antworten waren geklaut. Wenn du auf diese Schule gehst, läuft nicht nur hier und da was schief. Keiner sieht mich, ich bin nur ein armer Typ, ein Schüler hier. Deshalb pass besser gut drauf auf, wenn du nen Lehrer siehst. Sie sehen dich, treten auf dich drauf, als wärst du nur ein Parasit. Du kannst mich nicht beeindrucken mit so nem Shit. Doktortitel wirklich schlau, so ne Scheiße glaub ich nicht. Schule und Rassismus. Und Schule mit Courage, schaltest aus dem Lehrerzimmer raus, alles Klatsch und Tratsch. Schleim mal schön, ihr Schleimer, nur um einen Punkt zu kriegen. Ich scheiß auf die Schleimerei, muss deshalb von der Schule fliegen. Schreib nur Punkte, ja was soll's, auf sowas geb ich nichts. Es helfen sie mir nicht und dann beschweren sie sich, egal. Hol doch ne Lehrerei, hol die noch rein. Bevor sie hier erscheinen werden, ist mein Abi schon vorbei. Hol doch ne Lehrerei, hol die noch rein. Check mich doch zum Nachsitzen, ich fühl mich sowieso nicht frei. Hol doch ne Lehrerei, hol die noch rein. Bevor sie hier erscheinen werden, ist mein Abi schon vorbei. Hol doch ne Lehrerei, hol die noch rein. Check mich doch zum Nachsitzen, ich fühl mich sowieso nicht frei. Ich will nicht in die Schule gehen, aber manchmal geht's nicht anders. Hab zu viele Fehltage, an denen ich darf krank mach. Kann ich nichts dafür oder doch? Ey, komm mal rüber, du Opfer, Schöpfer. Jeder wird zum Schwänzer im Klotz. Aber mindestens kassiert der paar Schein. Passt du nicht auf, dann heißt es plötzlich nur noch Eltern bestellen. Das ist bitter. Dann noch lieber rappen als der Shit, da weil's da öd ist. Und da gibt's halt echt extrem viele Wichser. Eigentlich will ich keine krummen Dinge in der Schule drehen. Leider hat mein guter Schnitt, aber was dagegen? Zettel schreiben und verstecken, schnell damit sie's ja nicht checken. Wären die Lehrer schlau genug, dann könnten sie meinen Trick aufdecken. Hol doch ne Lehrerei, hol die noch rein. Bevor sie hier erscheinen werden, ist mein Abi schon vorbei. Hol doch ne Lehrerei, hol die noch rein. Check mich doch zum Nachsitzen, ich fühl mich sowieso nicht frei. Hol doch ne Lehrerei, hol die noch rein. Bevor sie hier erscheinen werden, ist mein Abi schon vorbei. Hol doch ne Lehrerei, hol die noch rein. Check mich doch zum Nachsitzen, ich fühl mich sowieso nicht frei. Bäcker mit ner Blume, Brabeck, Ding ist Dutzi, Eiermann. Franke, Franz ist groß und haben die 4 Stunden ab von Anfang an. Kisten, Cola, Körner, Leible, Molch, Potter, Sauer, Seile. Mit dem Rest komm ich beim Ende an. Selbstgestängel, Stivo, Trips, Ulrichs, Waldi und Westfalen. Garage gründen, denn bin auf Bangerthauser, Lemke mal. Das war die Story schon vom Bindig. Komm vorbei, könnt's es lohnen, Abi 2018. Wenn wir tausende Ideen haben, dann wird es so nichts. Jetzt ist es scheißegal jetzt, okay? Ich würde einfach sagen, wir haben gar keinen Abi-Film und ich habe mega Hunger, jetzt lasst uns einfach was essen gehen. Ja, lass schon was holen, ich habe voll Hunger. Wer hat den Geburtstag? Oh, erst wieder, wenn wir grillen, beziehungsweise wenn wir für den Abi-Rap aufnehmen. Walter, nicht Homo! Walter! Entschuldigung, was ich kann sagen. Herr Daul, Entschuldigung. Soll ich realistisch machen? Ich habe schon vieles gesehen, aber das... Warte mal, ich muss. Ja, das ist immer so. Welcher? Okay, natürlich. Ich kann es einfach nicht, wie soll das gehen? Ich könnte es nicht freuen. Ja. Sie können ja ihren Namen tanzen, das wäre bestimmt auch so. Ja. Jetzt kommt das Kung Fu Panda noch mit rein, oder? Ja, oh mein Gott, Kuchen, Cindy hat Kuchen, nein! Ja. Oh mein Gott, Kuchen, Cindy hat Kuchen dabei! Nochmal.
gibt ca. 65.000 Wirbeltierarten und fast die Hälfte davon sind Fische. Seife, Seife, was ist Seife? Wusstest du, aufgrund der hohen Schwefelkonzentration im Boden in Peru gibt es dort Eier. Gibt es dort Hühner, die Eier. Apfelsin kann dazu beitragen, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern.